Ich bin der Manuel Flieller und wir dürfen die Seile für die dritte Sektion Birgschildhorn transportieren. Es sind vier Tragseilbobinen, die je 50 Tonnen schwer sind, und zwei Zugseilbobinen, die je 25 Tonnen schwer sind. Es ist schon die Steilheit und das Gewicht halt, oder? Mit der schweren Bobine sind das schon Kräfte, die auf das Fahrzeug wirken, die ziemlich erheblich sind. Ja. So, ich sagte, wir sind so ein bisschen an der Nutzungsgrenze dieses Fahrzeugs. Am Anfang wurde noch darüber diskutiert, dass die Seile aufgeseilt werden sollen, ob man überhaupt rauffahren können. Auch vom Risiko her, für das Seil selber, ist es einfach besser, wenn man es bis rauffahren kann. Es ist jetzt natürlich schön gesehen, um wirklich auch zu sagen, jetzt ist es dort, wo es hin soll. Gestern und heute Morgen haben sie hier ein Spleissgerüst montiert, wo wir jetzt hier oben stehen. Weil man sieht hier Platzverhältnis. Also man hat nie jetzt irgendwo einen Platz, wo man Seile raus gerade so zu Boden bringt. Und dann wird eigentlich über die Hälfte rein, werden die Seile nachher ineinander hineingedreht und die Litze wieder noch stärker verteilt, dass es am Schluss nachher 6 Knöte gibt mit diesen 12 Einsteckenden. Ich bin froh, wenn alle Seile oben sind. Eins ist jetzt oben, das ist das zweite Schwere und es sind noch zwei Schwere unten. Aber es ist halt gleich immer, der Tag ist erst fertig, wenn es Abend ist. Es war etwas Spezielles gewesen, ja. Ich war fast ein bisschen nervös gewesen, zuerst beim Packen. Aber wenn man dran ist, es ist wie jeder andere Spleiss, den wir machen. Und ja, aber es ist schön, dass ich dabei sein und Teil von dem Projekt sein darf.